Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pharma 2.0 Himmelherrgott Mainz. Und das natürlich zu einer neuen Pharma 2.Folge. Genau so ist es. So, die sind da. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. So, hallo. Genau. Es ist unglaublich. Es passiert halt die ganzen drei Aufnahmen, wollte ich schon sagen, Pharma anstatt Folge. Es ist nicht in Worte zu fassen. Deswegen schaut einfach mal so in die Mitte eures Bildschirms. Da seht ihr G-Portal stehen. Und zwar ist das Ganze unterstützt von G-Portal, denn der 22er steht vor der Tür. Und ihr habt, wenn ihr unten in die Videobeschreibung geht, einen Link dazu. Da könnt ihr draufklicken und da kommt ihr direkt auf die Seite von G-Portal, meine Lieben. Und könnt euch dort einen Server vorbestellen für den 22er. Und das Geile ist, ihr bekommt nicht nur 5% Rabatt. Nein, ihr bekommt auch sogar 10% Rabatt. Na, könnt ihr euch die Server mieten, schaut es euch gerne mal an. Und denn G-Portal ist einfach wirklich schon ein sehr, sehr geiler Partner und bin da sehr, sehr stolz drauf. Deswegen gönnt euch, mein Lieben, unten in der Videobeschreibung ist der Link direkt zu G-Portal. So, Yannick, und wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Das war die Werbung. So. Okidoki. So, was haben wir hier? Genau, und zwar, ich habe ja vorher in der Pause nochmal Palapim geschaut, was wir machen betreffend einer Seemaschine. Und da ist mir die hier ins Auge gefallen. Halt! Ja? Was ist los? So, jetzt. Oh, es gab nochmal Kohle. Mhm. Es gab noch mal Kohle. Das ist ja, holla, meine Fresse, das ist ja 75.000 aus 32.000 Litern Saatgut. Aber das ist gar kein schlechter Schnitt. Das ist gar kein schlechter Schnitt. Ja, auf jeden Fall, kennt jemand von euch die Junkari, Art of the MSK Group? Also könnt, also ja, ne? Warum läden die jetzt nicht? Der hat doch gerade geladen. Na gut, also konfigurieren können wir da nicht viel, aber wir werden sie uns mal kaufen. Und wenn wir Glück haben, dann macht's das, was ich will. So. Und steht beim Händler. Deswegen, wir gucken einfach mal zum Händler. Nehmen natürlich unseren schönen Johnny, denn mit dem, oh ja, Fahrzeuge gekauft, das ist schon mal sehr gut. Und wir werden das hier mal noch anheben. Genau, so. Und dann fahren wir einfach mal zum Händler. Denn es müsste ganz gut passen. So, Yannick, da ist jetzt die Frage, haben wir denn noch Saatgut eigentlich da, jetzt bei uns in der Production? Ja. Ich dachte jetzt schon, jetzt kommt ein Nö. Haben wir. Das ist gut. So, 4.500 Liter. Das ist sehr gut. Ich pack mal hier das Bodendingens hier, das Bodenprobengerät. Das Bodenproben-Enorme-Gerät. Genau das. Das packe ich hier mal rein. Ja, in unserem Minihof. Ja, 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 ja. Runter. Mal ab. Wunderbar. Sehr gut. So, können wir auflassen. Ist eh schönes Wetter. Und dann geht's ab. Irgendwo müssen wir runter. Hier vorne. Ist gut. Bin jetzt gerade auch auf der Landersumme. Okay, 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 okay. Bin ich mal gespannt. Bin ich wirklich mal gespannt. Aber wir werden vorne noch ein Gewicht dran baumeln. Ich glaube, das wird sich ganz gut machen. So, ich glaube, das wird. Michael New Holland, Servus und Hallo, grüß dich. Ich glaube, das wird ganz gut passen. So, wir müssen aber nochmal wenden. Ich bin gerade falsch abgebogen. Das erste Mal, dass ich auf der Map verfahre. Unglaublich. Nicht in Worte zu fassen. Stimmt. Das allererste Mal. Das allererste Mal. Ja. Das ist wohl wahr. Hm. Warum war da jetzt ein Unterton dabei, Yannick? Keine Ahnung. Na, das ich weiß war wirklich, auch nicht, wo der herkam. Na, aber das war wirklich so das erste Mal verfahren. Meinst so, du? Ja, nee, ist so. Ja, nee, ist so nicht so. Ja, doch. Nein. Wie, nee? Hast dich schon mal verfahren? Echt? Zwei oder dreimal. Nee. Aber weniger als auf der anderen. Ja, jetzt siehst du. Ja. Jetzt nur die Frage, woran liegt das? Ja, das frage ich mich auch. Ja, das kannst du dir erklären. Ist vielleicht am Alter? Woran liegt's? Am Äther? Am Alter. Ach, am Alter. Ich habe verstanden, liegt's vielleicht am Äther, weil der Äther ist es nicht. Da kommt Äther.
Der Äther kommt nämlich bei Thor vor. Das war das komisch-rote Gedöns. Von Asgard und so, ne? Vielleicht kennt's jemand. Vielleicht hat jemand den Kühlschrank liegen. So. Nee, ich kann mir halt schon ein paar Wege merken und so. Nix da, Alzheimer. Wunschnutzername schon weg. Nein. Nix da. Oh, Kreisverkehre, wie ich sie mag, im wahren Leben und auch hier. Ja, aber im wahren Leben muss ich ganz ehrlich sagen, der Voids, servus mein Junge, wie geht's, wie steht's? Im wahren Leben muss ich ganz ehrlich sagen, Kreisverkehr finde ich immer wieder geil. Finde ich besser als jede Ampel. Wenn die Menschen wissen, wie man sich in einem Kreisverkehr verhält. Das ist halt ein großes Problem. Das ist halt auch oftmals noch so eine Sache. Na gut, man muss sagen, ein Kreisverkehr mit einer Spur geht. Mit zwei Spuren, das wird schon komisch. Mit drei Spuren kannst du vergessen. Kannst du einfach vergessen. Ja, auch lustig wird es dann, wenn der noch Ampeln hat. Ja, ne, das ist aber auch mehr als doof. Und in Paris gibt es auch Kreisverkehre, da fährst du außenrum in einen Tunnel rein, fährst dann durch den Tunnel ins Innere vom Kreisverkehr, bist dann auf der Innenbahn und kannst dich von da aus dann wieder neu ordnen. Echt jetzt? Ich mach gewiss, ich will nicht schon nach Paris. Das geht mir ja schon ein bisschen auf den Rettich. Ich will jetzt schon mal für eine Woche zwei Wochen mal nach Paris. Also ich hab in Paris gelernt, mit eigenem Auto bin ich da gewesen. Mhm. Einfach nicht an die Regeln halten, Augen zu und durch, das funktioniert. Ist das Beste. Also meinst du zufahren, wie die fahren? Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Okay. Und keine Angst haben. Aus zwei Spuren werden auch ganz schnell vier oder fünf. Das ist ja interessant. Ja. Das ist ja wirklich sehr interessant. Ich kaufe uns mal so ein bisschen Dünger so gleich dazu. Weil wir haben eh kein Dünger oben, ja, oder? Klar. Ja, natürlich, mach das. So. Gib unser Geld ruhig aus. Ja, dazu ist es da. Ja, komm, ich habe schon eine günstige See. Verdammt. Sorry, Leute. Entschuldigt bitte. Eine günstige Seemaschine gekauft. Da war ich schon sparsam, ne, Janik? Kann man nicht meckern. Ja, definitiv. 88.000, glaube ich, ne? Ja, siehst du? Ja, guck mal, also das ist doch top. Gelernter Kleiner. Mhm. Nicht immer nur so hier die Shopping Queen, nee. Ja, richtig. Er kann nicht sparen, wenn er will. Wenn er will. Immer so eine Sache. Und wolltest du dir denn heute noch einen neuen Traktor kaufen, oder? Komm, gib's zu, du hast sogar schon überlegt. Er überlegt, ja, aber wir haben kein Geld dafür. Überlegt schon, aber wir haben keine Penunzen. Deutz bin ich letztens gefahren. Ja, den Case hatten wir jetzt. Jetzt muss ich wieder mit dem John Deere. Ach nee, da will ich auch nicht. Nee, das sieht schon gut aus hier. Wir haben ein schönes Gewicht vorne dran. Das ist schon gar nicht schlecht. Aber ich meine, klar, noch ein anderer Träger. Das war halt auch so ein Ding. Ach, da wäre ich wieder, ey. Ich bin ja mal gespannt, wie gut man im 22er dann mit den Penunzen vorankommt, ne? Und da bin ich auch mal gespannt. Weil das alles so bringt auch. Ja, genau. Und weil da gibt es ja wieder so einen Haufen Maschinen. Oh ja. So, und da will man ja am liebsten alle. Das ist halt genau. Am geilsten freue ich mich ja drauf, dass du den Hof dir selber gestalten kannst. Dass da nicht so vorgeschrieben ist. Ja, klar. Das feiere ich ja generell sowieso. Weil da hat jeder, oder wirklich jeder, der dann den LS zockt oder so, ein Unikat von Hof. Weil jeder ist anders. Finde ich geil. Finde ich echt geil. Ach, schaut mal, liebsten jetzt schon ab. Ja, mehr. Du musst leider noch ein bisschen warten. Ah, das ist wie früher mit Weihnachten und den Geschenken und so. Ah. Nee. Das war auch nicht so meins. Bin ich immer auf Suche gegangen. Das muss ich so sagen.
Musstest du immer vorher gucken, was gab, oder? Ja, meine Eltern haben mit mir dezent die Krise gekriegt zu Weihnachten. Weil ich ja auch so ein Schleicher bin, na? Wenn ich da was herausfinden will, bin ich wie eine Katze. Du hörst mich nicht. Ja. Und du siehst mich auch nicht. Und da habe ich gesucht und gemacht und getan. Und einmal war es so, so ein Wäschepuff kennt ja auch jeder, ne? So, mit B bitte, ne? So ein Wäschepuff. Und zwar ist so eine riesengroße Kiste mit Luke, ne? Da flog früher hier so die ganze Wäsche der Familie rein. Und die Mutter, die hat dann das ganze Zeug genommen und hat eine Waschmaschine, ne? Er kennt das alles. Ja, auf jeden Fall waren meine Eltern damals so schlau. Der Wäschepuff war leer und hat aber noch so ein Zwischenboden. So. Und da haben sie gedacht, Mensch, der Kleine kommt da nie drauf. Wir backen das mal dort rein. Ja. War eine doofe Idee. Es war auch eine saudoofe Idee von mir als Knirps dort rein zu tauchen, weil der Deckel etwas schwer war, als er hinter mir runtergeplautzt ist. Das ist auch mies. So, wenn du dann da drin so im Dunkeln hängst, so eine halbe Stunde, das ist doof. Das ist richtig doof. Ja. Und wenn dann noch deine Eltern kommen und mit dir meckern, was denn du da drinnen zu suchen hast und warum du das denn machst, das ist erst recht doof. Ja. Alles im Allen, ja. Es war eine coole Aktion. Ich wusste zwar, wo die Geschenke waren in diesem Moment, aber ich kam nicht dazu nachzugucken, weil wie gesagt, es war dann dunkel mit einmal. War schlecht. Ich wollte dann nur noch dort raus. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Warte mal, Luke können wir aufmachen. Okay. Oh, befüllen können wir es. Ah, als hätten wir es geahnt, ne? Sind wir da wunderbar hingefahren. Ist das geil. So, machen wir Luke wieder zu. Jawollo. Jawollo. So, jetzt gehen wir ansehen. Was wollen wir mal ansehen? Sonnenblumen auf dem großen Feld. Das kriegst du mal. Aber das Kind selbst Bescherung gemacht. Da kommt der Erik, warte. Da müssen wir uns lenken. Aber ich gehe noch mal Kaffee trinken, oder? Ey, warum? Na, düngen, streuen und. Was, wie düngen, streuen? Na, mit dem Düngerstreuer. Na, aber wenn du da jetzt drüber düngst, dann brauche ich auch nicht mehr düngen. Nee, aber die Wiesen und so. Ach, die Wiesen. Die ja. Wiesen. Ich will, dass du die Wiesen düngst. Na, haben wir denn die Wiesen schon mit dem Böden-Bröd mit Name gerät? Ja, habe ich Böden-Bröd mit Name gerät, habe ich gehabt. Wenn es ihnen noch zuhört, ne? Die denken doch alle, wir haben ihn am Schwall. Meine gut, davon mal abgesehen, es ist halt auch so. Eieieiei. So, warte, wir müssen hier runter. Ja, da runter müssen wir. Nunner, Junge, nunner. So, jetzt klappen wir mal das ganze schöne Gerät auf. Geh doch mal runter. Oha. So. Yeah. Bin ich mal gespannt. Bin ich echt mal gespannt. So, wartet mal. Ah ja, das passt. Das geht. Hoch das Ding. Ah, nee, nicht zuklappen, du dumme Sau. Na, na, na. Oh, hab ich das laut gesagt? Hör leid, die Waldfee. Macht man nicht. Also, fang gar nicht mit sowas an, ne? So, warte jetzt hier vorne hin. Was ist das? Ihr habt einen am Schweller, aber das ist ja das, was so Spaß macht. Ach, das ist schön. Das ist schön, Black Scorpion. So, das mit raus, das runter, das an. Aber nicht mit Weizen. Nee. Mit. Wo haben wir's? So, man kann das Ding jetzt keine Sonnenblumen. Ach nee, ja, ich wollte ja. Das ist keine Einzelkorn, deswegen. Ja, ich wollte doch Karotten machen. Ja, ich wusste das, aber ich wollte es dir nur nicht sagen. Ich wollte ja Karotten machen, genau. So, okay, da haben wir das jetzt. Also ab geht die Luzi. Oha, hat aber gut Tempo, mein Lieber. Auch gut Tempo. Oh nee, Tempo. Hier dünge ich gar nichts erstmal. So, ausheben, zack. Das wäre
Blöd. Hier wird nichts gedüngt. Warum nicht? Nein, wird nicht gemacht. Ach du denn sowas? Warum wird nicht gedüngt? Weil ich mache jetzt was anderes. What? Ja. So. Ich meine, klar, wir wissen alle. Grüße an alle, die jetzt dazukommen. Servus und Hallo. Wir wissen alle, die Sämaschine kann in Real Life niemals solche Dämme machen. Das ist ganz klar. Aber ich finde es gut, dass wir die so haben. So. Hoch das Ding, genau. Denn das spart halt schon Kosten. Padabim, padabim. Wunderbar. Sind gar nicht schlecht. Benny B, servus. Wie geht's, wie steht's? So. Auf jeden Fall, wisst ihr, was feststeht im 22er? Das erste Fahrzeug, was ich mir holen werde, ist der Chantier. Mit seinem kernischen Sound. 7810er. Mhm. Benny B, kann ich klagen und selbst? Ja, bei mir auch. Super. Bei mir auch. Super, super, super. So, aber, meine lieben YouTuberinos, wenn es euch gefallen hat, na, dann lasst natürlich sehr gern das Däumchen da und wir sagen erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.